Herzlich willkommen, mein Name ist Rock und der Patient des heutigen Tages ist der Whistler Oloroso Sherry Cask Finish. Heute bin ich geschmacklich in Irland und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich auf das heutige Video freuen soll oder nicht. Ich habe einen Whisky der Marke Whistler hier und äh, ich habe schon welche im Video hier probiert. Ich meine, drei Stück hatte ich schon vor der Kamera. Von den dreien hat mir nur einer gefallen. Einen fand ich sogar richtig mies, fast untrinkbar. Das war der Whistler mit Stout Finish. Schrecklich. Was ich gut fand, war das Calvados Finish. Ich habe privat noch den ein oder anderen Whistler im Glas. Da waren aber auch ganz viele dabei, wo ich sage: Boah. Grenzwertig, wie die riechen und wie die schmecken. Also, mein Stand der Dinge war eigentlich, ich habe mehr Whistler probiert, die mir nicht gefallen, als solche, die mir gefallen. Scheint wohl nicht meine Marke zu sein. Lässt sie mal bleiben, brauchst du nicht mehr probieren. Jetzt habe ich zuletzt vor dem gestanden, der war im Angebot. Normalerweise kostet er 35 Euro und ich, Idiot, weil er für 30 da stand, habe ich ihn mitgenommen. Wo ich mir einen Kopf fasse, wo ich mir denke, naja, gut, dann wundere dich bitte auch nicht, wenn er dir nicht schmeckt. Also, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal verkosten. Ich bin natürlich gespannt, aber meine Erwartungshaltung ist gleich null und eigentlich bin ich doof, dass ich den gekauft habe. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben hier einen Irish Whiskey sprich einen Blend aus der Bowen Distillery, der zuerst in ex Bourbon Barrels reifte, die First Fill waren, und danach ein Finish erhalten hat in Oloroso Sherry Fässern. Abgefüllt ist er ohne Altersangabe mit 43 Volumenprozenten, aber nicht gefärbt. Und nicht kühlfiltriert. Das ist ja schon mal was. Und ich sag mal, der Preis 35 Euro, der geht eigentlich von der Papierform auch klar. Deswegen, also diese Whistler-Abfüllung stellenweise, ähm, da interessieren sich viele dafür, weil die sind in coolen Fässern gereift oder nachgereift. Stellenweise die Etiketten auch toll gemacht, ja. Ähm, geeiste Flaschen haben sie auch am Start. Also das sieht alles mega sexy aus, klingt alles sehr cool und die Preise stellenweise auch verlockend. Aber manchmal schmeckt das Zeug echt wie Arsch und Friedrich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher ist es immer ein Pokerspiel bei den Whistler-Dingern. Und äh, auf das habe ich eigentlich keinen Bock. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Vielleicht habe ich nur 30 Euro in Sand gesetzt. So, Oloroso Sherry Cask Finish. Also Ausstattung auch hier wieder super mega wertiges Etikett. Tolle Haptik. Tolle Papierform. Das nützt aber alles nichts, wenn das Ding eine Pfeife ist. Wortspiel. The Whistler, die Pfeife. Golden. So, oh Mann. Oh, ganz, ganz, ganz wilder Geruch. Oh. Oh. Oh, da, da tue ich mich jetzt schon wieder schwer, das geil zu finden. Das riecht total komisch. Das ist so ein Mix aus nassem Stein, sehr mineralisch, so ein bisschen altem Leder. Irgendwie riecht er fleischig, der riecht nach wild. Und dann hat er eine sehr, sehr penetrante, frische Eichenholznote. Das ist ja ein Mix, der klingt ja fantastisch. Oh, tut er nicht. Ich habe letztes Jahr an Halloween hier im Video hab ich ein äh, a Dram in a Can probiert. Das war irischer Whisky in kleine Döschen abgefüllt. Also nicht gemixt mit Cola oder Limo, ready to drink. Nee, das war der reine Whisky in kleinen Dosen. Das war der Two Stacks mit 43%. Ein bisschen erinnert der Kollege mich hier von der Nase an diese Geschichte in den Dosen. Also nicht gut. Also ich finde speziell. Er hey, ist jetzt nicht schlecht, mein Geschmack trifft es jetzt nicht. Wer aber auf mineralische Noten steht, auf ledrige Noten, ohne dass das Ganze Rauch hat und so fleischige Wildbrettnoten mit frischem Holzbrettchen, also der wird hier seine Offenbarung finden. Mir gefällt es nicht, aber so riecht er. Mal gucken auf der Zunge, das Lande. Süß, sehr süß. Schmeckt zum Beispiel ganz anders, als er riecht. Gott sei Dank. Also der hat Prädikat Süß, Karamell ist da. Zuckrig ist er. Ein bisschen Frucht, vielleicht so eine knüppelharte, unreife Birne. Ein bisschen Jugendmerkse, so eine alkoholische Schärfe, so ein bisschen ein Prickeln. Aber im Endeffekt war es das, also... Tatsächlich Prädikat süß. Mehr hat er nicht. Jetzt riecht er auch ein bisschen nach Schwefel vor. Also die Nase ist echt. Also das muss man sich bildlich vorstellen. Irgend so ein Typ, der in der Silvesternacht um 0:10 Uhr mit so einem alten Ledermantel zwei Steine aneinander kloppt. Und irgendwo in seinem alten Ledermantel hat er noch ein Päckchen Dextro in Eggen. So riecht es. Das. das riecht, das hört sich wild an. Und es riecht auch wild. Ich finde das interessant, wie der riecht, weil es mal was ganz anderes ist. Also von der vom Erfahrungswert her war es gut, dass ich den gekauft habe. Auch wenn ich die Flasche niemals selbst leer trinken werde. Aber ich finde es halt interessant, dass der so ganz anders schmeckt. Weil geschmacklich ist er einfach nur pappensüß. Ne? In verschiedenen Facetten. Zuckrig, karamellig, leicht fruchtig, aber auch da eine gewisse Süße. Und dann klingt der sang- und klanglos aus mit einer leicht alkoholischen Schärfe und einer gewissen Bitterkeit vom Getreide an sich. Ja. Entscheidet selbst. Schreibt mir gerne mal unten rein, was ihr für Erfahrungen mit The Whistle habt. Würde mich gerne mal interessieren, gibt es da wirklich einen Whisky im Sortiment, wo man sagt, ey, der reißt ja die Kappe vom Schädel, den musst du probieren. Oder ist das wirklich alles so Zeug, das entweder durchschnittlich ist, überteuert für das Gebotene, meiner Meinung nach, oder untrinkbar, weil das sind so die Geschichten, die ich bisher hatte. Durchschnittlich, überteuert für das Gebotene oder nicht trinkbar. Die einzige Ausnahme war das Calvados-Finish, den fand ich nett. Aber das war's. Also schreibt mir mal gerne unten rein, was ihr für Erfahrungswerte mit The Whistler habt, der Pfeife. Das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.